und willkommen zurück. Hier ist die fröhliche Mörderin Pseudonyma mit der Filia, dem Hisho und dem Lengano. Guten Tag. Hallo. Und ich werde euch jetzt alle umbringen. Ja. Nein. Ja. Herrlich. Juhu. Juhu. Yay. Achso, nee, ich bin nicht fertig. Ich will nicht fertig sein. Joyride. Ich wirst fertig gemacht jetzt. Du Opfer. Fangen wir jetzt schon so an, ja? Oh, ja. Mathis Reagenzglas. Deine Mutter ist ein Opfer. Nee, was? Oh. Ah, schon wieder haben wir Mathis Reagenzglas. Was war das anderes? Habe ich gar nicht gesagt. Das war vielleicht geheim. Das war meins. Ja, und was war's? Vigos Leichentuch. Was ist das? Das gestattet, das lässt mich am weitest entferntesten Ort vom Killer entfernt starten. Oh. Das habe ich schon mal benutzt, dann guck aber. Ich, wo die nächste Mauer ist und renne in die andere Richtung. Hallo, Hisho, wo komme. Bist du dann gerade? Damit wir da auch hinkommen. Wo ich bin. Das konnte ich jetzt aber irgendwie nicht sehen. Kann das sein, dass nicht. Man das irgendwie. Achso. Vielleicht ist das geheim. Dachte, der Mörder sieht das vielleicht nicht, um das halt. Ne? Nee, ich so, konnte das auch nicht sehen. Ich laufe mal der Filia hinterher. Da fühle ich mich sicher. Mhm. Wo sind die? Keine Ahnung. Im Maisfeld. Aha. Nicht schon wieder dieser Dann suche ich das Maisfeld mal. Nicht schon wieder dieser Schrottplatz. Wo ist ein Schrottplatz? Ja, wir sind doch auf dem Schrottplatz. Also, echt? Also ich bin im Maisfeld. Was? Ja, ich auch. Hä? Verarscht mich. Quatsch. Nein. Ich spiele gerade ein Online-Spiel und ich merke es nicht. Ich glaube, ich verstecke mich und das andere in die Arbeit machen. Ja, ist ein guter Plan, so grundsätzlich. Kriegt man aber keine Punkte. Das stimmt. Außer der Killer läuft andauernd an einem vorbei. Aber da wir in der privaten Lobby spielen, kriegt man ja eh... Das stimmt. Alle auf einmal. Boah, ich kann mich doch gar nicht entscheiden, wenn ihr das macht. Was habt ihr denn gemacht? Nix. Einer okay, hat irgendwas gemacht. Da läuft der Hisho gerade an mir vorbei. Ich sehe ihn. Ich auch. Jetzt habe ich gedacht, du wärst der Killer, aber das... Was? Was? Ja, komm zu Mama. No! Wo? Ah. Kacke. Hallo. Kacke. Na, wie geht's so da hinten in der Falle? Nein. Geht's dir gut? Könntest du dich mal daraus lösen? Ja, mach ich jetzt. Bitte schön, sehr gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht. Lass mich danke, doch. Danke, oh ja, danke. Da, sehr gut. Die Richtung ist gut. Ich kam da gerade nicht so richtig drauf klar. Da lang. Tut mir leid. Hier, so jetzt da. Sehr nein, gut nein, machst nein. du das. Sehr gut. Nee. Guck mal da drüben. Da Sightseeing. Da ist die berühmte Sportplatzseite von Müllolania. Wahnsinn, ist ja toll. Und? Deine Füße sind auch fußpilzfrei, sehe ich. Alles klar, sehr gut. Ich habe Stiefel an. Hä? Bist du ein jetzt Onkel schon? Doktor? Was machst du da? Was war das? Achso, es war nur ein Rabe. Ja, ich bin der Onkeli. Das Onkeli doch die. Wie kommt der Onkel Doktor? Tja. Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ja, ich fühle mich hier etwas einsam. Und ich bin gleich still. Übrigens ist warme Bärenfalle. Wo? Hallo! Nein! Scheiße! Das war schlecht. Wo willst du denn hin? Weiß ich auch nicht. Meine Güte, was ist das Dreckstrick? Den muss ich mir merken. Was denn? Wovon sprichst du denn? Mann, wo ist denn hier mal was zum Umkippen? Ah! Hör auf, hinter mir herzurennen, das ist gemein. Okay, dann lasse ich das jetzt. Oh, ist das sehr ich wollte warten, bis sie weg ist. Wie gefällt dir deine neue Freiheit? Mein Fuß tut mir ein bisschen weh. Warte, das war falsch. So, jetzt aber. Ach, Mist. Pia! Tja, sorry, ich konnte nicht entkommen. Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Oder du bist wieder so pervers und lässt andere ausbluten. Ich bin gar nicht pervers. Könntest du vielleicht Filia ausnahmsweise mal in Ruhe lassen? Ja, okay, kein Problem. Ich mach den Tauschgeschäft. Ich sag dir, wo Hisho ist und du lässt Filia laufen. er legt hier eine Falle.
Aber ich bin gleich eh weg. Hallo? Tut mir leid. Ihr seid so weit weg. Ich hab's versucht. So, das war Nummer 1. Wie kannst du das Filia nur antun? Komm zu Mama. Ich komme wieder. Du nicht. Ich finde ernsthaft, es fehlt noch ein weiblicher Killer. Echt mal. Das ist diskriminierend. Ja. Das ist frauenfeindlich. Auf jeden Fall. Ich brauche noch so einen schwulen Killer. Ja. Könnte ja sein, dass einer davon das aber, ist. Aber, aber wann gab's sollte man den denn erkennen dann? Er trägt Pink. Ich weiß es nicht. Er tänzelt oder rum. Das sind alles nur. Das sind oder alles ist ein Einhorn. Oh Gott. Hallo. Das war aber doof von dir. Ischu, was machst du denn da? Er verschafft dir Zeit, sagen wir es mal so. Also ich würde an deiner Stelle vielleicht irgendwie hier, wie nennt sich das? Diese Fallgrube oder sowas. Nein. Mann, ich will mal den Haken erst hauen. Ja, das musst du erstmal bereit machen. Ne? Richtig wütend machen den Haken und dann. Ja, ich bin dann übrigens auch weg. Was? Ja, ich hing ja schon mal am Haken. Ach so, scheiße. Und meine Gesundheit. Also das, was mit dem, ob man sofort stirbt oder so, hat ein bisschen was mit der Gesundheit zu tun. Die Falltür ist offen. Oh. Quatsch. Doch. Hier gibt's keine Falltüren. So. Ich helfe suchen. Willkommen bei Opfer-TV. Ich auch. Helfe auch suchen. Okay. Hier ist keine. Das ist nicht. Warte mal, ich müsste mich ein bisschen auskennen. Mhm. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, die Map verändert sich ständig. So. Das wäre fies. Oh ja. Das weiß ich gar nicht. Wo bewegt sich denn hier was? Das wäre fies, eine Map, die sich irgendwie so eine Art Labyrinth und so weiter. Und dann gibt es eine Map, die sich manchmal verändert. Das wäre fies. Aha. Oh shit, da ist sie. Oh, da, scheiße, da ist sie. Ich muss abhauen. Ach da! Ja, jetzt sehe ich es auch. Eigentlich war ich die ganze Zeit hinter dir, um nicht geschnappt zu werden. Das habe ich gewusst. Ich habe Angst. So. Oh, das war knapp. Auf jeden Fall. Hallo, vielleicht Kiste? Am Maisfeld? Oh, ich gehe. Oh, das ist ein guter Plan. Ich gehe mal im Maisfeld gucken. Ich habe nicht mit dir geredet. Nicht schon, Filia, seht ihr das? Ja. Was da passiert? Nein, das ist ja fies. Echt mal. Das ist ja eine Kacke. Okay, das finde ich aber eine coole Spielmechanik. Ich muss jetzt mal drauf achten, ob das immer der Fall ist. Mhm. Ja, pass auf, es geht noch weiter. Ich hoffe, ihr erzählt mir das gleich. Da kommen noch mehr dazu? 3 Stück jetzt. Nein. Oh, krass. So viele Falltüren. Wovon sprecht ihr? Ich möchte, dass ihr mir das gleich wenigstens erzählt, wenn ich nicht mehr hinter euch her bin. Ja, Aber wie gemein. Pass auf, die machen noch mehr. Was? Die machen noch mehr. Kacken dir? Nein. Wer kackt? Die Falltüren. Kackende Falltüren. Na komm schon, macht jetzt mal endlich. Kein Vorführeffekt jetzt, macht hin. Oh komm aber, jetzt. Aber das finde ich ja übel, dass sie das als Spielmechanik eingebaut haben. Okay, also für einen Killer ist es ja eigentlich ganz gut. Kann mir irgendwie vorstellen, was ihr meint? Was? Echt? Glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ja. Hast du die Falltür gefunden? Ja. Da ist sie. Ich sehe sie. Oh Gott, ducken. Ach komm, verarsch mich. Aber jetzt haben sie es nicht gemacht, ne? Nee. Na, Falltüren sind halt auch, die kacken halt nicht jeden an, ne? Nee, kackende Falltüren. Die Falltür kackt? Ja, haben wir doch die ganze Zeit von geredet. Die Falltüren kacken. Ja. Aber das ist cool. Die Dreifalltürkeit. Mhm. Die Dreifalltürkeit. Oh Gott. Oh. Darf auch mal schlechte Witze machen. Nicht immer nur gute, so wie sonst. Ja, ich muss auch sagen. Also. Boah, ich finde nichts.
steckt ja bestimmt in irgendeinem Schrank und wartet. Mhm. Frag mich mal, wie ich mich vorhin gefühlt habe, wo ich die ganze Zeit rumgelaufen bin zwischen den drei Generatoren. Boah. Hm. Alter Falter. Hm. Ja, achso, Erste-Hilfe-Koffer. Ja, was hatte ich denn hier gefunden? Nix. Weißt du, so ein Erste-Hilfe-Koffer kommt erst dann zu spät, wenn du schon tot bist. Ja, das kenne ich. Nee. Was? Ja, mach mal die Generatoren an, ich habe die Falltür gefunden. Was? Scheiße. So, jetzt drumherum Fallen aufstellen wahrscheinlich. Ja. Man kann die ja auch... Moment, was gibt's denn noch für großartige Gebäude außer das Killergebäude? Müssen die in Gebäuden sein? Nein, die sind wild verteilt auch teilweise. Ja, aber die meisten findet man auch in bekannten Gebäuden. Hm. Ja, also ich habe jetzt im Online-Spiel auch schon mal eine direkt neben einem Haus, eine irgendwo hier so auf dem Schrottplatz so zwischen zwei Wänden. Also die sind weit zwischen weit zwei verteilt. Wänden? Hä? Ja, es gibt doch diese Wände, also diese Schrottwände. Also wenn du irgendwann jetzt mal wieder zu diesem Schrottplatzteil da kommst. Hm. Genau, da gibt es diese Autoreifen und so weiter, müsste es da geben, so aufgestapelt. Und da war eine mitten dazwischen. Hm. Dummerweise okay. War sie in dem Moment noch zu, als ich da war. Hm. Sehr zu meinem Ach, die Leid. Die sind die ganze Zeit da? Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Die Falltür ist immer da, aber zu. Und sobald zwei Generatoren an sind, oder wenn man alleine spielt, muss man zwei Generatoren anmachen. Ansonsten muss man generell immer zwei anmachen und dann, glaube ich, geht sie auf. Ah, okay. Also die wird strombetrieben. Das Problem ist bloß, dass man halt im Spiel meistens überhaupt nicht peilt und nicht die Möglichkeit hat, das noch zu öffnen. Okay. Boah. Sag mal, kannst du mal weggehen? Dieses Herzklopfen ist furchtbar. Ja, ne? Das hörst auf die ganze Zeit. Scheiße. Ach, da bist du. Hallo. Bin ich gar nicht. Nein? Ach so, war ein Geist, ne? Ja. Mhm. Der von der letzten Runde. Genau. Komm, Lengano, das kann man gar nicht sagen. Du solltest in einen Schrank gehen, der weiter weg ist. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Der hier ist schlecht. Ach, war gar nicht. Oh Mann. Der auch. War auch nicht. Sag mal, viel hier siehst du auch unten rechts? Nein! Oh, Scheiße! Ah, das war... Schade. Da lang gelaufen. Achso. Ach, upsala. Wir könnten überall fallen sein. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Danke. Scheiße. Du hast die Erlaubnis, mich in Ruhe zu lassen. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, sie haben die Erlaubnis zu schweigen. Voll lieb, ey. Voll lieb. Alle, überall, wohin sie rennen, das wird... Boah, Alter. Oh, eine Kiste. Durchsuch mal die Kiste, vielleicht findest du da noch was. Genau, wenn ich auf der Flucht bin, ne? Mhm. Geht ja schnell. Gott, ich habe so gehofft, dass du irgendwie an der Falltür vorbeiläufst. Ich auch. Ja, wieso hast du denn nicht gemacht? So. Heilen! Ich weiß ja nicht, wo sie ist. Heil dich mal. Setz mal irgendwo hin. Aber nur, wenn du wirklich wartest. Ja, klar, mach ich. Ja, siehst du, dass ich stehen bleib. Woran soll ich das denn sehen? Naja, das hast du doch gesehen, du warst lauter. Doch direkt daneben. Ja, du stehst doch hier. Ich seh dich doch. Ja. Brauch nicht viel zu paralysieren. Keine Angst, sie ist nicht der Geist. Es ist schon fies, wenn alle in der Lobby sind. Aber auch lustig. Ja, das ist so ein bisschen wie Trouble in Terrorist Town. Aha. Boah. Aha. Warte. Da lang?
wechseln. Sag mal Piep. Ja, Achtung, ich höre Herzklopfen. Pass auf. Also die andere Richtung, alles klar. Dankeschön, Filia. Pass auf, irgendwann werden wir die Wahrheit sagen. Nein, bitte nicht. Irgendwann. Menschenskinder, wo ist denn diese scheiß Falltür? Ah, scheiße, ich habe auch nichts gesehen. Gib doch mal einen Tipp. Also, Pseudo. Wie ist auf dem Schrottplatz, glaube ich? Jetzt geradeaus. Wahrscheinlich auf dem Boden, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Nee, falsche Richtung. Gebe ich gute Tipps? Mhm. Ich glaube schon, wir haben sie gleich. Oh Mann. Ah. Aber bin ich froh, dass jetzt ja dieses Herzklopfen aufgehört hat. Echt mal? Mein Herz klopft gerade wie wild. Das ist das Schlimme an diesem Spiel. Ja, und ich erst. Dieses Herzklopfen von diesem Killer macht einen irgendwann kirre. Das ist so ein bisschen wie bei Outlast. Dieses Atmen von dem Hauptcharakter. Mhm. Kenn ich nicht. Wir haben das Let's Play gesehen. Oh, gleich hast du den. Hier sind deine Spuren. Ah ja. Ich existiere gar nicht. Echt? Also du existierst auf einer anderen Ebene. Ja. Also bald zumindest. Hm. Hallo. Du steigst auf. Doch nicht. Du wirst... Willst du nicht in den Himmel? Da kennt er doch von keinen. Von einer riesigen, gigantischen Spinne gefressen. Oh. Das gibt dem Ganzen einen... Touch-Grusel. Ein Dutch-Grusel. Ein niederländischer Grusel also. Ist denn diese Falltür? Da hat jemand eingeatmet. Schon wieder. Fuck. 2 mm. Geh doch nochmal zurück. Vorbei. Komm, kleiner Lengano, wo bist du denn? Bei Filia. Noch nicht. Hör auf zu rennen. Echt mal. Seh das doch, wo du lang rennst. Wo denn? Ja, da, wenn du rennst, machst du rote Sachen auf dem Boden. Das ist, glaube ich, weiser. Quatsch. Ja. Hat schon ein paar Mal Mörder gespielt, glaube ich. Ach so, ja, das stimmt. Macht er gar nicht. Was ich rausgefunden habe, eine fiese Taktik im Maisfeld in Online-Spielen. Einfach mal im Kreis laufen, in einem bisschen größeren Kreis und dann in so ein, zwei Reihen reinschleichen. Mhm. Also wenn der Gegner, also wenn der Killer ein bisschen weiter weg ist, verwirrt die so das. So wie jetzt, meinst du? Nee, ein bisschen. Bisschen weiter weg. Noch weiter? Weg. Mhm. Ja. Ich bin doch schon am anderen Ende der Map. Wie soll ich denn noch weiter weg? Du bist doch gar nicht am Ende der Map. Klar. Nein. Diese Map ist unendlich. Weit über den Horizont und noch viel, viel weiter. Alter, wo ist diese scheiß Falltür? Die findest du ganz einfach, da wo die ganzen Fallen ausliegen. Das ist jetzt sehr ermutigend. Ja, ne? Glaube, ich hab gleich alle von der Map. Du bist vorhin eben an 2, 3 Fallen vorbeigelaufen. Stimmt. Von einer halben Stunde. Ja, wo ich gesagt habe, 2 cm. Jetzt muss ich ja nochmal 2 Mal auf dich draufhauen, das ist ja doof. Mein Hut, der hat 3 Ecken. Ich hab gar keinen Hut auf. Hat sein Hut. Hallo? Na, wie geht's so? Hier ist eine Kiste. Gut. Schön für die Kiste. Die hat er schon geleert gerade. Boah, das ist hier so ein bisschen Punktemaximierung. Andauernd. Bold. Oh Gott, das ist cool. Da bist du. Nein! So cool! Hallo? Fuck! Na? Winner! Oh nein,
nein, bleib selber hängen, bleib selber hängen. Nein, nein. Oh nein, und dann hängt da auch noch der Arsch. Oh nein! Es hat mich alles gewohnt, Alter. Oh, wie gemein! Das war so knapp! Ich spring rein! Nein, Falle. Ich hätte gerade noch einer hingemacht. Ich hätte die Fallen entschärfen sollen. Ja, ich habe aber auch gedacht, du kommst vorbei. Ja. Ah, scheiße! Ich muss aber sagen, hättest du sie entschärft, hätte ich nicht mitgekriegt. Ja, hast du kannst auch nicht. Nein. Ja. Oh Gott. Das ist frustrierend. Ja. Abwegigkeit, 7600 Punkte. Abwegigkeit? Was ist Abwegigkeit? Ich glaube, das ist... Abwegigkeit? So wie, ja. Wie oft, wie du von den Opfern entfernt warst. Das kann sein. Du warst halt abwegig. Würde hinkommen. Das war schön. Ja. Hast du eigentlich... Lengano, hast du eigentlich die Falle von Pseudonyma, die in der Hand hatte, gesehen? Ein paar Mal, ja. Also hast du auch so einen Perk? Weil ich war mir nicht so sicher. Ich habe nämlich eins, dass ich im Umkreis von 2 Metern halt Bärenfallensicht sehe. Und ich habe die ganze Zeit von Pseudonyma diese Bärenfalle in der Hand gesehen, wie sie sich bewegt hat. Ich hab, was? Das ist ja fies. Ich weiß aber nicht, ob das halt meine Sicht war nur oder auch seine. Ich sehe wenn sie eine aufhebt, dann sehe ich sie. Die sie in der Hand hat? Wenn sie eine aufhebt, ja. Also wenn sie in der Hand hat und rumläuft, meine ich. Ja, dann ja. Dann siehst du die. Achso, okay. Nee, dann war das deine Sicht wahrscheinlich. Weil ich habe kalter Rückenschauer hier. Ah, ja. Ah, da steht das auch. Aber Niederbild? Könnt ihr mir mal eben erklären, was ihr von mir gemeint habt? Nö. Achso, ja. Sollen wir es auflösen? Ja. Ja. Wer möchte? Also die Raben. Ich war in einem Schrank versteckt und die Raben sind um diesen Schrank herumgeflogen. Und früher oder später hätten sie sich draufgesetzt auf diesen Schrank. Ah. Und das wurden halt erst war es einer, der immer im Kreis rumgeflogen ist, dann 2, dann 3. Aber draufgesetzt haben sie sich nie. Nee, dann kamst du nämlich dazwischen. Genau. Diese, warte, um den Schrank herumgeflogen, in dem du warst? Mhm. Ja. Deswegen, relativ weit oben, aber die sind geflogen. Aber das ist ja auch so, wenn egal wo du auf der Map campst, in dem Schrank oder nicht, dann passiert es, dass sie trotzdem kommen. Ah, okay. Ah. Das heißt, man muss am besten immer in Bewegung bleiben. Ja. Ja. Das ist ja schlau. Das wusste ich nicht. Das ist sehr gut. Geh mal in die Lobby. Das heißt, die ganze Zeit im Schrank verstecken ist nicht gut. Nee. Nein. Nur wenn einer es nicht weiß. Also Level 1 Killer, da kann man das machen. Ja. 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 Wollen wir Tschüss sagen? Ja. 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 Gut. Ja, dann. Okay. Habt noch einen schönen Tag, ne? Schönen Abend. Ciao. Tschüss.